Herzlich willkommen zum digitalen Impuls der Deutschen Schulakademie. Schön, dass Sie heute wieder bei uns sind. Ja, mit Zusammenarbeit klappt einiges, vieles besser. Und wie Zusammenarbeit in Schulteams in diesen herausfordernden Zeiten gelingen kann, das ist das Thema, um das es heute bei diesem Meeting geht. Und bei uns sind drei Schulen, die auf diese Frage gute Antworten gefunden haben, die sich mit ihren Konzepten dann beim Deutschen Schulpreis Spezial beworben haben und nun im Finale dieses Wettbewerbs stehen, der von der Robert-Bosch-Stiftung und der Heide-Hoff-Stiftung getragen wird. Ich würde Sie bitten, dass Sie. Vielen Dank. Ja, also bei uns sind heute die drei Finalisten des Wettbewerbs. Sie teilen ihre Präsentationen mit uns und diskutieren hinter mir mit uns. Und ich freue mich sehr, dass heute bei uns sind die Europaschule Kairo, vertreten durch Annette Vogt und Monika Ziemsen. Bei uns ist das Johannes-Gutenberg-Gymnasium in Waldkirchen, vertreten durch Herrn Dr. Schöps und Christian Weißhäupel. Und die Städtische Gesamtschule Körnerplatz Duisburg mit Martina Seifert und Nicole Schlette. Und wenn Sie mehr zu diesen Schulen, ihre Konzepte, unseren Themen und den Deutschen Schulpreis erfahren wollen, schauen Sie bitte auch gerne auf das Deutsche Schulportal. Den Link dazu finden Sie jetzt gleich im Chat. Ich begrüße außerdem aus Referenten aus der Wissenschaft, der ja auch immer bei uns eine wichtige Funktion hat, nämlich die Einordnung in die aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisse, begrüße ich Dr. Frederik Ahlgrim. Er forscht an der Humboldt-Universität zu Berlin und ist außerdem der fachliche Leiter unseres Regionalbüros Berlin. Herzlich willkommen an Sie alle. Mein Name ist Claudia Hagen und ich moderiere heute mit meinem Kollegen Vincent Steinl, dem Leiter unseres Kooperationsmanagements, diesen digitalen Impuls. Bevor wir jetzt in die, zu den Präsentationen unserer Gäste kommen, würden wir gerne etwas mehr von Ihnen erfahren und mit Ihnen machen. Und dazu haben wir eine kleine Mentimeter-Umfrage vorbereitet, durch die Sie jetzt Vincent führen wird. Ja, vielen Dank, Claudia, und einen schönen guten Tag auch von meiner Seite. Herzlich willkommen zu diesem vorletzten digitalen Impuls im Rahmen der Themenwochen. Ich bin sehr gespannt auf die drei Impulse, aber ich bin auch sehr gespannt auf Ihre Perspektive zum Thema. Wenn Sie schon beim digitalen Impuls dabei sind, kennen Sie das Spiel. Wir haben Mentimeter vorbereitet für einen gemeinsamen inhaltlichen Check-in. Und dazu können Sie einfach den Link anklicken, den meine Kollegin jetzt postet, beziehungsweise ein zweites Gerät, Handy oder so zur Hand nehmen und den Code nutzen, einfach menti.com eingeben und dann den Code 13756567 eingeben. Sind lang geworden, diese Mentimeter-Codes. Werden immer länger, habe ich das Gefühl, je länger die digitalen Impulse gehen. Aber wir machen davon ja auch ziemlich viele und Sie vielleicht auch in Ihrem Unterricht, wer weiß. 13756567. Es haben schon knapp 40 Personen diese, selbst ehrlicherweise noch eine relativ einfache Frage und noch gar nicht so inhaltliche Frage, die Frage von wo aus nehmen Sie heute teil beantwortet. Wir warten noch ein bisschen. Ägypten haben wir auf jeden Fall dabei, habe ich gerade gelesen. Berlin ist stark vertreten. Irgendjemand hat den Mentimeter-Code eingegeben. Das ist jetzt ziemlich meta, finde ich. Auch interessant. Und eine andere Zahl, die ich nicht identifizieren kann. Man muss aber ja auch nicht alles verstehen. Jetzt sind gut 80 Leute auf Mentimeter. Ich glaube, wir können zur nächsten Folie weitergehen. Jetzt wird es ja inhaltlicher, kann man noch nicht sagen. Aber wir erfahren ein bisschen mehr von Ihnen und von euch, nämlich in welcher Funktion Sie heute teilnehmen. Das ist natürlich auch für unsere Referentinnen und Referenten ganz wichtig, dass Sie wissen, zu wem Sie eigentlich sozusagen heute sprechen. Und ich sehe, dass sehr viele Kolleginnen und Kollegen aus der Schule da sind, Lehrkräfte, Schulleiterinnen und Schulleiter. Herzlich willkommen. Nicht so viele externe Partner und aus der Schulverwaltung und nochmal sehr viele aus dieser Kategorie Sonstiges, Wissenschaftsstiftung etc. Natürlich an alle ganz herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Aber ich glaube, also vor allem
die Personen, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus der Schulpraxis. Ich hoffe, ich verspreche jetzt nicht zu viel, aber ich denke, die werden heute bei diesen drei Impulsen, die wir vorbereitet haben und dem vierten der Kommentierung aus der Wissenschaft sozusagen voll auf ihre Kosten kommen. Alle anderen sicherlich auch. Jetzt sind schon über 100 Leute auf dem Mentimeter, toll. Wir gehen zur nächsten Folie und das ist sozusagen der inhaltliche Einstieg, wo uns einfach interessiert, welche Potenziale Sie in der Zusammenarbeit in Teams sehen, bei Ihnen an der Schule oder wenn Sie nicht an der Schule arbeiten, vielleicht auch bei Ihnen am Arbeitsplatz. Bis zu 250 Zeichen haben Sie. Ich würde auf einige Stichworte, die Sie jetzt nennen, eingehen. Zeitersparnis, Austausch habe ich hier, besser werden, Entlastung und Feedback. Entlastung sehe ich hier gleich 5-mal auf dieser ersten Folie schon. Arbeitsteilung, kreativ sein, neue Ideen passt auch dazu und Inspiration vielleicht auch ein bisschen. Viel vertieftes Lernen, ganzheitliche Förderung, Arbeitszufriedenheit, gemeinsame Ideenentwicklung, das ist auch so wie kreativ sein vielleicht. Lernen voneinander und miteinander, gemeinsame Arbeitserleichterung, Qualitätssteigerung, Wellbeing, Identifikation mit den Zielen, Ressourcen einsparen, das geht ja auch in Richtung Entlastung, was wir am Anfang auch hatten, Synergieeffekte, Perspektivenvielfalt, Wissensaustausch, im Team ist alles möglich, im Team können wir mehr, Unterstützung im Team, gemeinsame Unterrichtsvorbereitung, Differenzierung, hier nochmal Entlastung, Zeitersparnis, Feedback. Also ich glaube, es sind tatsächlich ganz viele Karten, die alle in ähnliche Richtungen gehen, sozusagen verschiedene Aspekte, die immer wieder auftauchen. Vielleicht scrollen wir noch mal ein bisschen weiter nach unten. Qualitätssteigerung habe ich hier, gemeinsame Haltung, Schwarmwissen, Förderung der Selbstständigkeit und Handlungsorientierung, ganzheitliche Förderung, Schwarmintelligenz, nochmal ganz ähnlich. Okay, Schulentwicklung, größere Arbeitszufriedenheit, Potenziale nutzen, ressourcenorientiert arbeiten. Vielleicht reicht das bis an diese Stelle für einen gemeinsamen inhaltlichen Check-in. Und ich glaube, unsere Referentinnen und Referenten können sehr gut da aus ihrer Bildungspraxis anknüpfen und für die sozusagen Einführung der ersten beiden Referentinnen übergebe ich jetzt wieder an meine Kollegin Claudia. Ja, vielen Dank. Und wir werfen jetzt gleich einen Blick ins Ausland und gehen... Ich habe was vergessen, Claudia. Darf ich dich nochmal unterbrechen? Jetzt mache ich das schon, ich weiß nicht wie oft, 5-mal im Rahmen der Themenwochen und das ist mir tatsächlich passiert. Ich muss ja noch sagen, dass dieses Mentimeter, das hatte einen doppelten didaktischen Zweck, an der Stelle. Also das eine war, dass uns natürlich wirklich interessiert, wie Sie auf das Thema schauen. Das andere ist aber auch, dass wir das Tool einführen wollten, weil wir jetzt im folgenden digitalen Impuls gerne weiter mit Mentimeter arbeiten wollen, um Ihre Fragen einzuholen, dass wir die Fragen dann auch an die Referentinnen und Referenten stellen können. Erfahrungsgemäß ist es einfach besser als im Chat, weil im Chat gehen die Fragen dann, die scrollen nach oben und dann sind sie verschwunden. Bei Mentimeter sind sie nicht verschwunden und Sie haben auch die Möglichkeit, die Fragen von anderen nochmal mit einem Daumen hoch zu bewerten, sodass wir sozusagen als Moderator in ein Team dann einfach die Fragen, die meisten interessieren, in die Debatte einbringen können. Und die Fragen, zu denen wir nicht kommen, da haben Sie, wie Claudia Hagen am Anfang schon gesagt hatte, im Lagerfeuer dann die Möglichkeit, die auch selbst noch zu stellen. Genau, also behalten Sie das Browserfenster auf oder behalten Sie Ihr Handy in der zweiten Hand. Bei Mentimeter müsste jetzt eine Folie noch weiter geklickt werden. Dann kommt da so eine sogenannte Fragen- und Antworten-Folie. Und da müssen Sie einfach auch auf Q&A klicken, Frage stellen und dann können Sie Ihre Frage eingeben oder Sie sehen schon die Fragen, die andere Leute eingegeben haben und können die dann mit Daumen hoch bewerten. Danke und Entschuldigung. Nochmal zurück an Claudia. Ja, danke Vincent. Das war jetzt nochmal ein ganz wichtiger Hinweis, damit wir auch wirklich Ihre Fragen einsammeln können und in die Diskussion dann einbringen können. So, aber jetzt gehen wir nach Ägypten. Wir gehen ins warme Kairo und freuen uns auf Annette Vogt, Schulleiterin der Europaschule, und Monika Ziemsen-Wiemann, die für das pädagogische Qualitätsmanagement der Schule verantwortlich ist.
Und Ihre Schule hat in der Pandemie die Teilhabestrukturen, also die Teamstrukturen nochmal weiter ausgebaut und dabei auch die Eltern ganz intensiv in den Blick genommen. Und wir freuen uns jetzt sehr, mehr über Ihr Konzept zu erfahren. Und bitte schön, Frau Vogt, ich glaube, Sie starten die Präsentation. Ja, genau. Ich starte die Präsentation. Liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr verehrte Damen und Herren, ich freue mich sehr, Ihnen heute unser Konzept vorzustellen, zusammen mit Frau Monika Ziemsen, meiner PQM-Koordinatorin. Bevor wir jedoch in unser Konzept wirklich hineingehen, nehmen wir uns am Anfang einen Augenblick Zeit, um unsere Schule einmal vorzustellen, weil Auslandsschulen ja doch noch mal ein bisschen anders sind als innerdeutsche Schulen. Und von daher stellen wir einmal unsere Schule ganz kurz vor und in einem zweiten ganz kurzen Einblick schauen wir einmal auf unsere Grundvoraussetzungen, bevor wir dann wirklich in die Einzelheiten des Konzepts gehen. Also, wer sind wir? Wir sind eine anerkannte deutsche Auslandsschule, auch wenn in unserem Namen Europaschule steht, sind wir keine Europaschule im klassischen Sinne, sondern wir sind eine normale anerkannte deutsche Auslandsschule. Wir sind gegründet worden 1998, das heißt, wir sind noch relativ jung und wir haben insgesamt 1200 Schülerinnen und Schüler und in drei Abteilungen. Und wenn ich von drei Abteilungen spreche, dann spreche ich vom Kindergarten, der Grundschule und vom Gymnasium. Das heißt, unsere Schülerinnen und Schüler sind zwischen 3 und 19 Jahren alt. Einen schönen guten Tag auch von meiner Seite. Ich möchte Ihnen jetzt unsere Schülerschaft und unser Kollegium vorstellen. Anders als das vielleicht von einer deutschen Auslandsschule erwartet werden würde, liegt der Anteil an deutschen bzw. deutschmuttersprachlichen Schülerinnen und Schülern nur bei etwa 1 bis 2%. Das heißt, dass tatsächlich der überwiegende Teil unserer Schülerschaft Ägypterinnen und Ägypter sind. Sozial ist die Schülerschaft homogen und sie entstammt überwiegend der gehobenen ägyptischen Mittel- und Oberschicht. Unsere Schülerinnen und Schüler kommen aus dem ganzen Stadtgebiet von Kairo und das heißt, dass sie zum Teil Fahrtwege von bis zu 1,5 Stunden pro Strecke auf sich nehmen, um zu uns zu kommen. Sozial sind unsere Schülerinnen und Schüler relativ homogen, aber in Bezug auf die Begabung stellen wir eine sehr breite Verteilung fest, wie das ja eigentlich für jede Schule gilt. Etwa 10% unserer Schülerinnen und Schüler haben einen Förderbedarf. Insgesamt kann man sagen, dass die Schülerinnen und Schüler sehr leistungsorientiert sind und dass auch ein starker Leistungsdruck durch die Eltern herrscht. Den materiellen Gütern, die die Schülerinnen und Schüler genießen, steht oft ein Minus an sozialer, emotionaler Wärme entgegen. Der ägyptische Erziehungsstil ist in weiten Teilen auch noch von der Anwendung von körperlicher Gewalt geprägt. Das kann auch bei schlechten Noten sein. Unser Kollegium besteht aus 120 Lehrerinnen und Lehrern. Davon sind 40% Ägypterinnen und Ägypter. Zum Teil sind die Deutschkenntnisse bei dem ägyptischen Teil des Kollegiums gering und auch die Englischkenntnisse. Das heißt, wir haben mehrere Sprachen gleichzeitig an der Schule. Wir haben auch 6 Sozialarbeiterinnen und Sonderpädagoginnen, die uns unterstützen. Und insgesamt kann man sagen, ist der Anteil an Lehrkräften ohne Lehramtsausbildung relativ hoch. Und wir haben bedingt dadurch, dass wir eine deutsche Auslandsschule sind, auch eine hohe Personalfluktuation. Neben dem pädagogischen Kollegium, sozusagen dem pädagogischen Personal, haben wir zusätzlich auch noch 141 ägyptische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem Bereich der Security, der Reinigung, der Busbegleitung der Schülerinnen und Schüler und aus dem Facility Management. Ich habe Ihnen ja dargestellt, dass wir eine große Vielfalt haben an unserer Schule und trotzdem begreifen wir uns nicht nur als Team, sondern als Schulfamilie. Wir sind eine Begegnungsschule vieler Kulturen und unterschiedlicher Sprachen. Und dieses Verständnis als Schulfamilie hat uns durch die Krise geholfen. Wir kommen zu unserer generellen Ausgangslage. Und zwar einmal
im Bereich Digitalisierung. Und wir können ganz klar sagen, dass unsere Digitalisierung durchaus noch in den Kinderschuhen steckte. Wir hatten zwar eine Lernplattform, LoNet 2, das war eingeführt, aber wurde zum Unterrichten eigentlich nicht benutzt. Nur von ganz wenigen Kolleginnen und Kollegen, die da schon sehr fit waren. Ein Videokonferenz-Tool existierte ebenfalls noch nicht. Im Bereich Schulentwicklung hatten wir 2019 eine groß angelegte SWOT-Analyse, in der Lehrerinnen und Lehrer, Eltern und auch Schülerinnen und Schüler beteiligt waren. Als Ergebnis dieser SWOT-Analyse kam heraus, dass man sich darauf geeinigt hat, dass das Schulentwicklungsziel, wir wollen als Schulfamilie stärker zusammenwachsen, ins Leben zu rufen. Der nächste Punkt ist ein Punkt, da möchte ich etwas über das Health Committee sagen. Das Health Committee werden Sie im weiteren Verlauf unseres Konzepts noch näher kennenlernen, beziehungsweise was es genau tut. Aber wir sind nicht so ganz genau drauf eingegangen. Also das Health Committee wurde zu Beginn der Krise gegründet. Und zwar besteht das Health Committee aus Eltern, die gleichzeitig Ärztinnen und Ärzte sind. Dieses Health Committee hat sowohl die Schulleitung als auch zusammen mit der Schulärztin beraten. Wir haben einen Ablaufplan festgelegt, was in Corona-Fällen zu tun ist. Das Health Committee hat Unterstützung und Beratung von Lehrerinnen und Lehrern geleistet, aber sie sind auch in die Klassen gegangen und haben die Schüler ganz konkret unterrichtet. Das Curriculum haben sie angepasst auf die unterschiedlichen Abteilungen selber entwickelt. Insgesamt, wenn wir jetzt zu unserem Konzept kommen, dann ist unser Konzept geprägt durch drei Bereiche. Und zwar erstens Lernen organisieren, zweitens Kommunikation fördern und drittens Resilienz stärken. Und das schauen wir uns jetzt genauer an. Die Lehrer strengen sich sehr an in Corona, um uns Schülern neue Sachen beizubringen. Also machen wir doch mit und man kann es positiv sehen. Really? It was a wonderful and informative day. In it, we exchanged the thoughts and the ideas regarding the e-learning problems and how to make lessons more useful to the student. Damit das funktioniert, bedarf es einer funktionierenden Technik. Und dabei hat das Digitalisierungsteam in den letzten zwei Jahren Großartiges geleistet. Ihr habt uns immer wieder Fortbildungen angeboten, habt LoNet, Zoom, Anton und andere Apps uns erklärt, uns dabei geholfen, sie anzuwenden. Dafür euch ein großes Dankeschön. Wie sind wir da hingekommen? Vor der Krise betraf das Lernen im Prinzip nur die Schülerinnen und Schüler und das digitale Lernen steckte bei uns eher in den Kinderschuhen. Unsere Fortbildungen für Lehrkräfte waren meist Top-Down-Veranstaltungen. Eltern waren in dieser Arbeit eher weniger einbezogen. Und die Zusammenarbeit fand in AGs und in Fachgruppen statt. Es gab eher wenig Austausch außerhalb der Abteilungen. Um gut durch die Krise zu kommen, wollten wir aber beim Lernen in der Distanz die gesamte Schulfamilie mitnehmen. Wir wollten die Unterrichtsqualität sichern, aber sie auch weiterentwickeln und dabei die digitalen Kompetenzen aller entwickeln und stärken. Wie sind wir vorgegangen? Die Initiierung der Zusammenarbeit war ein Prozess, bei dem sich die interne Zusammenarbeit in Fachschafts- und Jahrgangsteams hin zu abteilungs- und fächerübergreifenden Fortbildungen mit allen Beteiligten der Schulgemeinschaft entwickelt hat. Die Schülerinnen und Schüler waren von Anfang an einbezogen, indem sie Feedback gegeben haben und mit ihrer digitalen Kompetenz die Lehrkräfte unterstützt haben. Die Eltern haben zum Beispiel über das Health Committee partizipiert. Die Eltern sind in die Klassen gekommen und haben die Lehrkräfte unterstützt und die Schülerinnen und Schüler informiert. Die Organisation der Fortbildungen war ebenfalls ein Prozess. Von der Grundschulung aller Mitglieder der Schulfamilie bis hin zur Entwicklung neuer Formate, zum Beispiel unsere Video-Tutorials und unsere Barcamps, wo am Ende der Chemielehrer von der Grundschullehrerin gelernt hat und umgekehrt. Um diese Maßnahmen erfolgreich umzusetzen, war es wichtig, dass das Schulleitungsteam bestimmte Grundvoraussetzungen geschaffen hat. Es mussten Strukturen gelegt, aber auch Freiräume zur pädagogischen Gestaltung gelassen werden. Das Schulleitungsteam stellt Ressourcen zur Verfügung und zusammen mit der Steuergruppe wird der Prozess durchgehend evaluiert und angepasst. Ich sehe meine Lehrer im Tablet und meine Mitschüler.
Dann machen wir Unterricht. Während der Online-Zeit sind die Lehrer immer für uns verfügbar. Man kann sie schnell erreichen. Wir waren als Eltern die gesamte Zeit miteinander vernetzt. Wir waren auch mit den Lehrern eng vernetzt. Die Kinder wussten tatsächlich immer, was zu tun war. Und es ist kein Unterricht ausgefallen die gesamte Zeit über. Ein zweiter Schwerpunkt unseres Konzepts umfasst die Förderung der Kommunikation. Vor der Krise kommunizierte das Schulleitungsteam zu festgelegten Zeiten und entsprechenden Strukturen per E-Mail, Telefon oder in persönlichen Treffen. Die Lehrer-Schüler-Kommunikation erfolgte schwerpunktmäßig im Unterricht. Lehrer-Eltern-Kommunikation an festgelegten Terminen oder auch individuell über E-Mail. Aus der Distanz heraus wollten wir gewährleisten, dass die Kommunikation innerhalb der gesamten Schulfamilie nicht abreißt. Dafür wollten wir Strukturen schaffen, um schnell, effektiv und transparent auf auftretende Probleme und Herausforderungen zu reagieren. Die Einrichtung von Lernplattformzugängen für alle Schüler, Lehrer und Eltern sowie die systematische Einrichtung von Chatgruppen unterschiedlicher Zusammensetzung führte dazu, dass die Kommunikation innerhalb der gesamten Schulfamilie flexibler, schneller, direkter und partizipativer wurde. Wir sprechen mit unserer Sozialarbeiterin Frau Helmi über Probleme oder Schwierigkeiten sind möglich. Das ist eine große Hilfe für uns Schüler zu dieser Zeit, wo wir alle zu Hause sind. As a mother of two kids in the ASK, I'm grateful to the support provided by our social worker when needed, who helped us to overcome the problems during this tough phase. Der dritte wichtige Schwerpunkt unserer Arbeit ist die Stärkung der Resilienz. Dies ist für uns schon immer wichtig und selbstverständlich gewesen. Dafür bestand und besteht ein Team aus Sozialarbeiterinnen und Sonderpädagoginnen, die Beratung und Unterstützung für Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer geleistet haben. Zu Beginn der Krise war es uns wichtig, neben den kognitiven Leistungen der Schülerinnen und Schüler auch aus der Distanz heraus die gesamte Schulfamilie weiter wirklich zu sehen, sie mit ihren Problemen und Sorgen ernst zu nehmen und sie lösungsorientiert und optimistisch zu begleiten. Wie haben wir das erreicht? Sonderpädagoginnen und Sozialarbeiterinnen erarbeiteten jeweils Konzepte für die Distanz. Zum Beispiel die Unterstützung der Schülerinnen mit Förderbedarf oder die Beratung bei schwierigen häuslichen Situationen. Während die Schulärztin zu Beginn der Krise eher die Funktion einer Ersthelferin hatte, ist sie nun zentrale Beratungsinstanz für die gesamte Schulfamilie. Unterstützt wird sie dabei vom Health Committee und damit von den Eltern. Lehrerinnen und Lehrer stellen sicher, dass Gespräche über das fachliche Lernen hinaus möglich sind. Die Schulleitung richtet regelmäßige Termine mit den Beteiligten ein, um dafür zu sorgen, dass eventuelle Probleme durch systemische Veränderungen gelöst werden können. Wie gehen wir jetzt weiter? Was sind unsere Perspektiven? Die wichtigste Erkenntnis der vergangenen Monate ist, dass die Offenheit, die gesamte Schulfamilie, also auch Schülerinnen und Schüler und besonders die Eltern, partizipieren zu lassen, die Gelingensbedingung für den gesamten Prozess war. Wenn wir nun neue Projekte starten, wie Bring Your Own Device im Bereich Lernen oder Lehrergesundheit im Bereich Resilienz und Überarbeitungen unserer Konzepte auf der Basis unserer Umfrage und unserer Erfahrungswerte vornehmen, wird diese Partizipation uns bei unserer Arbeit ein wichtiges Standbein sein. Darüber hinaus haben die Eltern in Zusammenarbeit mit einer Universität ein Kunstprojekt zum Abbau psychischer Belastungen entwickelt, das unsere gemeinsame Arbeit zur Stärkung der Resilienz weiter bereichert. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und wir freuen uns auf Ihre Fragen. Herzlichen Dank, Frau Vogt und Frau Ziemsen, für Ihre Präsentationen, Ihres wirklich sehr spannenden Konzeptes. Und ich glaube, man kann sagen, dass Sie die Krise wirklich als Chance begriffen haben für die Schulentwicklung und da wirklich vorangekommen sind. Wir haben hier eine Frage bekommen aus Mentimeter, wie viel Zeit Sie für die Kommunikation einplanen. Können Sie dazu noch ganz kurz was sagen?
Welche Zeitressourcen soll ich stellen? Die Frage ist jetzt, ich bin nicht sicher, ob ich die Frage richtig verstehe. Also es geht einmal um die Ressource Zeit, die wir zur Verfügung gestellt haben. Für die Kommunikation. Auch das Lernen. Die Zeit für die Kommunikation. Okay, also ehrlich gesagt kann ich das gar nicht so genau sagen. Also wir haben verschiedene Fortbildungen angeboten. Wir hatten Mikrofortbildungen, wir hatten größere Fortbildungen, wo kommuniziert wurde. Die Schulleitung hat, ich sag mal, in der Hochphase der Pandemie jeden Abend mit der Elternvertreterin telefoniert. Und von daher so ein genaues, also die Kommunikation hat insgesamt einen sehr, sehr hohen Teil der Zeit in Anspruch genommen. Genau kann ich das nicht präzisieren. Ist vielleicht auch von Gruppe zu Gruppe sehr unterschiedlich. Also einmal ist die Kommunikation der Schulleitung mit allen Gruppen besprochen, das, was Frau Vogt eben sagte. Dann haben die Kolleginnen und Kollegen untereinander Chatgruppen und die Kommunikation über die Schülerinnen und Schüler erfolgt einmal durch Lohnet und einmal durch die Videokonferenzen, so wie hier jetzt auch. Grundsätzlich wird der Unterricht ganz normal weiter erteilt laut Stundenplan. Und da schließt sich schon die nächste Frage an, woher die Ressource Zeit nehmen. Zeit hieße bei uns nur on top. Und keine Entlastung. Und wie haben Sie dann die Lehrkräfte motiviert zu dieser Mehrarbeit? Also zum Beispiel ist es ja so, dass durch die digitalen Chancen, die wir jetzt haben, durch das Lernen über die Lernplattform ja durchaus eine Möglichkeit geschaffen wird, Zeit zur Verfügung zu stellen. Wenn man also sagt, okay, man nimmt sich so einen Tag raus, dann ist das jetzt viel leichter zu sagen, die Schüler arbeiten selbstständig, die arbeiten an Padlet selbstständig, die arbeiten im Lohnet selbstständig. Und in diesen Phasen, in diesen Tagen, wo die Schüler selbstständig arbeiten, kann ich die Ressource Zeit eben für verschiedene Arten von Fortbildungen zur Verfügung stellen. Und das sehe ich durchaus als Vorteil der digitalen Umgebung, dass ich dadurch eine Möglichkeit schaffen kann, Zeit zur Verfügung zu stellen. Okay, vielen Dank. Wir werden später weiter diskutieren. Jetzt übergebe ich erstmal an Vincent für das nächste Schulbeispiel. Danke Ihnen. Ja, schönen Dank auch an die Schule aus Kairo für diesen spannenden Impuls und danke dir, Claudia. Ich gehe jetzt nach Waldkirchen mit Ihnen und mit euch zusammen, übergebe gleich das Wort an Herrn Dr. Schöps und Herrn Weißhäupel. Herr Dr. Schöps ist der Schulleiter dieses bayerischen Gymnasiums. Herr Weißhäupel ist Schulleitungsmitglied. Aber bevor ich Ihnen das Wort gebe, muss ich noch ein Wort in eigener Sache sagen. Ich hatte nämlich die Chance, beim digitalen Schulbesuch in Waldkirchen dabei zu sein. Und es ist selten, dass man denkt, was entgeht uns da sozusagen ganz konkret? Wir wurden wirklich wie sagt man denn, heiß gemacht darauf, mal in Waldkirchen auch vorbeizuschauen. Es gibt Sterneessen, es gibt Fairtrade-Schokolade und das beste Leitungswasser Deutschlands, habe ich gehört. Aber es gibt auch ganz tolle Teamstrukturen und die stellen uns die beiden jetzt vor. Ich freue mich auf jeden Fall sehr auf den kommenden digitalen Impuls des Gymnasiums Waldkirchen. Herr Schöps, Herr Weißhäupel. Vielen Dank. Von meiner Seite, das ist ja schon mal eine hervorragende touristische Werbung für Waldkirchen, die ich danke auch im Namen der Stadt. Wir dürfen Sie alle ganz herzlich willkommen heißen zum nachmittäglichen Impuls, in dem wir unsere Schule und das Konzept, das uns durch die Krise erfolgreich geführt hat, vorstellen dürfen. Wir sind ja vom Johannes Gutenberg Gymnasium in Waldkirchen, eine Schule im südöstlichen Niederbayern. Was erwartet Sie in den nächsten 10 Minuten? Zum einen dürfen wir Ihnen die Schule kurz vorstellen, dann einen Rückblick wagen in die Corona-Krise, in den Beginn der Krise und in die ersten Schritte, die wir unternommen haben und dann darauf aufbauend Schwerpunkte unseres Arbeitens genauer charakterisieren. Die Betonung liegt hierbei auf wirklich Schwerpunkte, da wir ein, wie wir gerade auch immer mehr feststellen, sehr komplexes Konstrukt mittlerweile haben, das wir aber in der Fragerunde, in der anschließenden gerne ausführlicher erörtern können. Dann dürfen wir Ihnen unser Feedback-Konzept kurz charakterisieren und dann vielleicht auch ein bisschen ein Resümee ziehen, was haben wir so erlebt und was ist geblieben und was sind Strukturen, die uns auch tagtäglich jetzt noch begleiten. Zu meiner Seite steht Herr Christian Weißhäupel, ein Kollege aus der Schulleitung und ich darf Sie
gemeinsam mit ihm entsprechend jetzt informieren. Vielleicht ganz kurz zur Einordnung. Wir fliegen sozusagen von Kairo in den Südosten Bayerns und vielleicht, wenn ich in der Früh in die Arbeit fahre, blicke ich auf Österreich, fahre durch Bayern und wenn ich im Büro ankomme, blicke ich nach Tschechien. Also wir sind wirklich im südöstlichen Eck, wenn man so möchte, auch im peripheren Raum, in einem Landkreis, der lange Zeit sehr strukturschwach war und jetzt gerade so in einem Aufschwung ist. Unsere Schule ist eine mittelgroße Schule, ein Gymnasium mit ca. 600 Schülerinnen und Schülern und ungefähr, wenn wir zusätzliche Aushilfslehrkräfte dazu nehmen, 70 Lehrkräfte. Wir haben drei verschiedene Ausbildungsrichtungen. Wir haben ein offenes Ganztagsangebot. Also unsere Schülerinnen und Schüler nutzen das sehr gerne, um ganztägig in der Schule zu sein. Und wir bemühen uns sehr, Akzente zu setzen in der Schulentwicklung. Es ist ja schon angesprochen worden, die Fairtrade-Schokolade ist ein Produkt unserer Fairtrade-Arbeitsgruppen. Heute haben wir zum Beispiel fair gehandelte Fußbälle gerade wieder an die Schülerinnen und Schüler gebracht. Also das ist uns sehr wichtig, auch was Werte und Normen anbelangt, das als Teil unserer Schulkultur zu sehen. Sie sehen jetzt hier auch drei Schlagwörter, bodenständig, innovativ und offen. Die haben wir uns nicht am grünen Tisch überlegt, sondern auch als Feedback mit aufgenommen, was unsere Schülerinnen und Schüler, aber auch unsere Kolleginnen und Kollegen gemeinhin mit unserer Schule verbinden. Ich darf übergeben an Herrn Weißhöppel, der vielleicht ein bisschen ausführlicher charakterisieren wird, was uns so definiert als Schule im peripheren ländlichen Raum. Genau. Ich darf Ihnen zunächst das Spannungsfeld aufzeigen, in dem sich unsere Schule bewegt und das auf die Bewältigung der Corona-Herausforderung sowie die Arbeit in teamorientierten Strukturen bedingt. Wenn wir nämlich von Heterogenität sprechen, ist es nicht primär soziale Heterogenität, meinetwegen durch einen hohen Anteil an Schülern mit Migrationshintergrund, sondern es ist vor allem, und das nenne ich jetzt einfach einmal so, digitale Heterogenität. Unsere Schüler kommen aus einem sehr ländlich geprägten Umfeld. Zum Teil ist die Netzabdeckung nicht zufriedenstellend. Zum Teil teilen sich mehrere Geschwister einer Familie ein leistungsfähiges Endgerät. Auch die digitale Infrastruktur in der Schulanlage musste innerhalb des letzten Jahres optimiert werden. Streamen aus Klassenzimmern für hybriden Unterricht war im Sommer 2020 vor gut einem Jahr so noch nicht möglich, wie das heute möglich ist. Andererseits lebt unser Gymnasium vom Engagement der Schulgemeinschaft. Projekte und Aktionen wie unser Einsatz für Fairtrade, Wettbewerbsteilnahmen oder auch die grundlegende Neukonzeption unserer Bibliothek wurden während der Lockdown-Phase oder anderer pandemiebedingter Einschränkungen nicht auf Eis gelegt, sondern weiter befördert. Ebenso die individuelle Förderung, wo wir auch innovative Wege immer wieder beschreiten, etwa zuletzt durch Tandemstrukturen in Kooperation mit Studierenden des gymnasialen Lehramts. Nicht zuletzt der gelebte partizipative Gedanke, das hohe Maß an Einbindung von Schülern, Eltern und auch externen Partnern, die breite Kommunikation aller schulentwicklungsrelevanten Fragen und Entscheidungen, all das unterstützt zum hohen Maß und das hohe Maß der Identifikation mit der Schule. Das JGG gilt vielen hier als Leuchtturm für Bildung und Innovation im ländlichen Raum. Dieses partizipative Konzept wurde maßgeblich, vor allem im Rahmen der Etablierung der erweiterten Schulleitung, gelebt. Die Mitglieder der erweiterten Schulleitung stehen mehr oder weniger als Primi inter pares an der Spitze von Schulentwicklungsteams, die sich mit pädagogischen, organisatorischen oder IT-relevanten Fragen befassen. Auch unser Medienkonzept oder das Wertekonzept unserer Schule wurden unter dieser breiten Beteiligung entwickelt und insbesondere im Zuge einer Kommunikation aller Beteiligten auf Augenhöhe, wie Sie zum Beispiel hier an unserem schönen Symbolbild sehen können. Unser Schülersprecher hat hier noch vor winterlicher Landschaft einen eigenen Parkplatz, der direkt neben dem Parkplatz des Schulleiters gelegen ist. Ja, ich darf Ihnen ganz kurz Einblicke geben, die versprochenen Einblicke in unseren Start in die Corona-Krise, wenn man so möchte. Und Sie sehen links unten eine Momentaufnahme des 13. März 2020, die sich für immer in die schulische Geschichte eingebrannt hat. Es ist der Blick auf unser Sekretariat, auf die Tür zu unserem Sekretariat und der Blick auf Dokumente, Unterlagen und aufgebrochene Schatullen, die dem Schulsafe entnommen worden sind.
Bei uns wurde in der Nacht vom 12. zum 13. März eingebrochen und das gesamte wertvolle mobile Inventar der Schule entwendet. Damit waren zum Beispiel auch unsere gesamten Schülertablets gestohlen. Die komplette IT-Infrastruktur war, wenn man so möchte, lahmgelegt. Finanzieller Schaden ging in den Bereich bis zu 20.000 Euro allein, was an IT-Strukturen entwendet worden war. Auch mein Büro war verwüstet. Insgesamt hatten wir, glaube ich, 12 Räume, die komplett verwüstet waren. Und wenn man so möchte, einen herben Schlag erfahren müssen, was zum einen die Handlungsmöglichkeiten an der Schule anbelangt hat, zum anderen aber auch, was die Motivation und die Gelassenheit unserer gesamten Schulfamilie anbelangt. Es war der 13. März ja auch der Tag, an dem schon in der Luft gelegen ist, dass wir uns in einen Lockdown hineinbegeben. Zumindest in Bayern war das sehr, sehr deutlich wahrnehmbar. Und alle haben an diesem Tag eigentlich nur Nerven gehabt, dafür diese Krisensituation zu managen. Die Schülerinnen und Schüler, aber auch die Kolleginnen und Kollegen sind jedoch in die Schule gekommen mit Absperrbändern, mit Polizei, mit Zeugenverhören und der Spurensicherung, die ständig durch den Raum lief, wenn wir irgendwie probiert haben, etwas zu planen. Aber wir waren zuversichtlich und wir waren in gewisser Weise auch sehr gelassen, denn als uns gegen 11 Uhr vormittags die Pressekonferenz des Ministerpräsidenten erreichte, die ich Randnotiz am Katzentisch im Sekretariat an meinem Gott sei Dank zu Hause verbliebenen Tablet verfolgt habe, als uns das Ergebnis dann erreicht hat, konnten wir einfach auf einen Startknopf, auf einen virtuellen drücken. Ich habe eine Durchsage gemacht, die Schülerin entsprechend informiert und gesagt, wir wechseln in unser JGG daheim. JGG daheim ist ein bayerischer Ausdruck, JGG natürlich für das Johannes-Gutenberg-Gymnasium, daheim für zu Hause, in doppeldeutiger Hinsicht. Zum einen, weil das Johannes-Gutenberg-Gymnasium natürlich das pädagogische Zuhause unserer Schülerinnen und Schüler, aber auch der Lehrkräfte ist. Zum anderen aber auch sollte es verdeutlichen, dass man hier Unterricht von zu Hause aus eben mitmachen kann und am Unterricht teilhaben kann. Wir haben dieses Konzept des JGG daheim bereits im Vorfeld dieses 13. März entwickelt. Wir hatten natürlich die Entwicklung der Corona-Krise aufmerksam verfolgt, haben dann Ende Februar bereits erste Teambesprechungen gehabt, haben uns überlegt, mit welchen Kommunikationsstrukturen gehen wir an das Ganze ran, wie planen wir, wo setzen wir unsere Schwerpunkte. Und bereits in der Woche vor dem Lockdown hatten wir ein mehr oder weniger voll funktionsfähiges virtuelles Abbild unseres gesamten Schulgebäudes geschaffen und auch unseren Schülern schon eingeladen, alle dort mal einzuziehen, sich zu registrieren, erste Übungsaufgaben zu machen. Und als es dann soweit war und ich am Nachmittag des Freitags des 13. Den Hinweis weitergeben musste, dass wir uns jetzt in einen Lockdown begeben, konnte ich einfach dazu schreiben, geht in eure virtuellen Klassenzimmer. Dort sind alle Informationen da, dort warten die Lehrer auf euch und ihr könnt euren Unterricht nahtlos fortsetzen. Wir haben dieses Konzept sukzessive bereichert, unter anderem dadurch, dass wir Leihgeräte für die Schülerinnen und Schüler zur Verfügung gestellt haben. Also sofort in den ersten Wochen hatten wir Sponsoren, die uns die zunächst für 1 Euro am Tag zur Verfügung gestellt haben, dann letztendlich, als der Sachaufwandsträger sofort auch reagiert hatte und die Geräte da waren, kostenfrei. Wir haben auch sofort damit begonnen, verschiedene Szenarien zu entwickeln, unter anderem was auch die Hygienemaßnahmen, Prävention anbelangt. Und Sie sehen rechts oben im Bild das Titelblatt unseres Präventionskonzepts, das bereits im April 4 Dimensionen oder 4 mögliche Szenarien oder Makroszenarien der Krise abgebildet hat. Wir haben noch nicht so genau mit Inzidenzwerten argumentiert. Wir haben uns einfach überlegt, was ist eine ausgesprochen gefährliche, unübersichtliche Situation? Was ist eine mehr oder weniger kalkulierbare Situation? Was könnten mögliche Zwischenstufen sein? Und haben ein 4-stufiges System entwickelt, das sich an den Ampelfarben orientiert hat. Und mit diesem System konnten wir die ersten Monate wirklich völlig problemlos durch die Krise, also organisatorisch problemlos durch die Krise steuern, da wir bei Anpassungen einfach der Schulfamilie mitgeteilt haben, wir wechseln von Orange nach Rot und jeder wusste, was damit verbunden war. Genau vor einem Jahr haben wir auch unsere erste JGG-Challenge in die Wege geleitet, oder Entschuldigung, eigentlich war es die zweite, ein gemeinschaftliches Kochen.
Wir haben probiert, auch die Schüler sozial einzubinden, das Ganze zu bereichern und eine Challenge of the Week, also wöchentliche Herausforderungen gemacht. Das Ganze ist uns auch deshalb gut gelungen, weil wir als Schulfamilie in Steuerungsgruppen gearbeitet haben. Sie sehen das hier, die Schulleitung und die erweiterte Schulleitung waren zunächst mal die Ankerpunkte. Wir wollten dann aber unbedingt partizipatorischer vorgehen, wenn man so möchte, auch alle Beteiligten der Schulfamilie nicht nur über Gespräche mit einbeziehen, sondern auch in die organisatorischen Strukturen mit einbinden. Und je eklatanter der Steuerungsbedarf, umso ausgeweiteter waren unsere drei Teams konzipiert. Die waren eben flexibel oder sind nach wie vor flexibel anpassbar. Hygiene, Organisation und eben das JGG daheim mit den Kernarbeitsgruppen, hier zum Beispiel die Hygiene- und Sicherheitsbeauftragte, Schulpsychologin und der Hausmeister, aber eben auch unsere Schülermitverantwortung, unser Personalrat und auch der Elternbeirat. Damit haben wir ein sehr, sehr hohes Maß an Akzeptanz bei unseren Entscheidungen auch herstellen können, Kompetenzen bündeln und in vielfältiger Hinsicht Mitwirkung ermöglichen können. Eine weitere Säule ist unser ausgeklügeltes Feedback-Konzept, das im Wesentlichen drei Stufen umfasst. Sie sehen jetzt hier den Aspekt der schulweiten Umfragen, dem nachgestellt sind noch Feedback-Möglichkeiten oder Feedback-Tools für die Sicherung der Unterrichtsqualität im Bereich des Homeschooling, aber auch im Präsenzunterricht und Mikrofeedback oder individualisiertes Feedback zur einzelnen Schülerleistung, aber eben auch zum psychosozialen Zustand der einzelnen Schüler und als Dialoggrundlage. Also wir haben mehrere große Schulumfragen durchgeführt, die uns sehr, sehr geholfen haben dabei, den Prozess des Krisenmanagements zu steuern. Zum Beispiel, was ist die IT-Anbindung, wie ist die IT-Ausstattung, aber auch so ganz essentielle Fragen, brauche ich mehr Unterstützung in technischer Hinsicht, wird da von der Schule mehr gewünscht. Wir haben auch die Lehrkräfte befragt, welche Fortbildungen wollt ihr haben, was haltet ihr für sinnvoll und konnten da eben sehr genau und sehr akzentuiert steuern. Und natürlich haben wir auch zu potenziellen Weiterentwicklungen Umfragen gemacht. Das ist hier zum Beispiel eine Frage zu den Videokonferenzen, zum Live-Unterricht oder Online-Tests, die dann die Grundlage für uns waren, hier mit viel, viel Power in die konzeptionelle Entwicklung reinzugehen und unsere Steuerungsgruppen entsprechend sich weiterentwickeln zu lassen. Die zurückliegenden 13, 14 Monate waren kurios und sie haben uns mit einer völlig neuen Situation konfrontiert und wir waren alle gefordert, das Beste daraus zu machen. Aber ich bin bezogen jetzt auf meine Schule, aber auch auf alle Schulen, mit denen wir uns hier in diesem Forum des Deutschen Schulpreises ausgetauscht haben, sehr stolz darauf sagen zu können, wir haben keine Generation Corona produziert, sondern wir sind die Herausforderung aktiv und engagiert angegangen, sodass das Ganze kein blindes Rumirren und Getriebenwerden war, sondern im Gegenteil. Die vergangenen 14 Monate haben unsere Schulentwicklung nachhaltig geprägt und uns auch für die Zukunft gestärkt. JGG daheim, die digitale Abbildung von Schule, Unterricht und Schulleben, wird bleiben. Die vielfältigen damit verbundenen Möglichkeiten werden auch im Regelbetrieb von zentraler Bedeutung sein. Momentan etwa entwickeln wir unser Dahorn weiter zu einer großen Support-Plattform mit vielen Möglichkeiten für selbstorganisiertes Lernen. Die Feedback-Kultur wird bleiben und wird ein zentrales Steuerungselement der Schul- und Unterrichtsentwicklung sein und damit auch der Qualitätsentwicklung. So haben bereits im letzten Herbst, nämlich in jenen Wochen mit annähernden Regelbetrieb, viele Kollegen die Feedback-App zur Optimierung ihres Präsenzunterrichts eingesetzt. Und neben all den einzigartigen Bildern von der Corona-konformen Abiturfeier im Autokino unter dem nächtlichen Walkirchner Junihimmel bis hin zu den Kollegen, die in tagelanger Arbeit gemeinsam mit dem Hausmeister unser Schulhaus verkabelt haben, um hybriden Unterricht zu ermöglichen. Neben all diesen Bildern wird auch diese partizipative, durch Corona noch enger und vertrauensvoller gewordene Kommunikation und Teamkultur bleiben. Das Denken in Kompetenzen, das Anbieten guter Ideen, unabhängig davon, wo man in der dienstlichen Hierarchie steht. Und hier vielleicht noch eine abschließende Zusammenschau im Sinne einer kleinen Übersicht, wie das letzte Jahr teamorientiertes Arbeiten am Johannes-Gutenberg-Gymnasium befördert hat und das eben immer noch tut. Ich nehme als Beispiel das Schulentwicklungsteam um einen Kollegen aus der erweiterten Schulleitung, das sich schwerpunktmäßig mit Pädagogik und Didaktik beschäftigt und das sich sehr, sehr oft getroffen hat,
vernetzt und meist auch ganz informell beraten hat, dabei proaktiv, zunehmend aber auch unter Einbindung vielfältige Erfahrungen, zum Beispiel Handouts, virtuelle Workshops, Standards entwickelt und für alle im digitalen Lehrerzimmer zur Verfügung gestellt hat. Etwa eine ganze Didaktik für videobasierten Unterricht. Ich nenne die Tatsache, dass wir all das nicht nur für uns behalten haben, sondern auch an Kollegen von außerhalb weitergegeben haben, indem wir uns mit Workshops an regionalen Schulentwicklungstagen, am Fortbildungsnetzwerk der Grundschulen, nicht zuletzt auch an diesem sehr intensiven Austausch im Rahmen des Schulpreises beteiligt haben. Und wir meinen, wie konstruktives Feedback zur Selbstverständlichkeit geworden ist, wie es Produktivität und Ideen aller hier arbeitenden Teams befördert und dabei auch informelle Kommunikation ermöglicht, dass es durchaus ein sehr, sehr deutlicher, sehr, sehr deutliches Ergebnis, ein sehr deutliches Resultat dessen war, wie eben diese teamorientierten Strukturen im Rahmen des letzten Jahres vor dem Hintergrund der Corona-Herausforderungen befördert worden sind. Wir sagen vielen Dank für Ihre geschätzte Aufmerksamkeit und wir freuen uns auf Ihre Fragen und auf die anschließende Diskussion. Vielen Dank. Ja, vielen Dank nach Waldkirchen. Es gibt tatsächlich einige Fragen. Mit Blick auf die Uhr können wir jetzt, glaube ich, nur auf eine vielleicht eingehen. Und da fasse ich mal zwei zusammen, die sich beide so um das Thema Partizipation, Beteiligung drehen ein Stück weit. Können Sie da vielleicht nochmal drauf eingehen, wie Sie und wen Sie sozusagen in den verschiedenen Prozessen, also angefangen hat das ja, wenn ich es richtig verstanden habe, mit dem Wertekonzept und dann aber auch zieht sich das ja durch, wen Sie beteiligt haben und wie Sie bei den Evaluationen vielleicht auch vorgegangen sind. Vielleicht darf ich die erste Frage an den Kollegen Weishaupt übergeben und ich würde dann die Rückmeldungen ab. Genau. Erste Frage bezog sich ja auf Partizipation. Ich verdeutliche das vielleicht an einem kleinen Beispiel. Als das laufende Schuljahr im September gestartet ist, hieß es ja zunächst, was für alle, also ganz, ganz ungewohnt und mit Sorge betrachtet wurde, dass das Schuljahr mit Maskenpflicht starten muss. Den ersten 14 Tagen des Schuljahres sollen alle Schüler während des Unterrichts Masken tragen. Das hat uns vor die Herausforderung gestellt, wie setzen wir das Ganze jetzt um? Was denken unsere Schüler? Wie können wir das so einführen, dass es für alle, für Schüler, für Lehrer, auch für die Eltern, die vielleicht besorgt zu Hause sitzen, angenehm ist? Und wir haben in der letzten Ferienwoche einen runden Tisch zusammengestellt aus Schulleitung, Vertretern des Lehrerpersonalrats, mit Schülervertretern, mit Elternvertretern und haben ihm reingehört. Wie ist die Stimmung? Was sind die Befürchtungen? Was sind die Sorgen und Ängste? Und es war ein sehr produktiver Austausch, wo die Schüler ihre Vorschläge vorgetragen haben, wo die Eltern ihre Befürchtungen artikulieren konnten. Ich habe das als eine Veranstaltung in den letzten 14 Monaten in Erinnerung, die unglaublich produktiv war, weil sie vor allem ein Ergebnis hervorgebracht hat, das auf voller Breite konsensfähig war und wo die Eltern dahinter standen, wo die Schüler dahinter standen, wo die Kollegen dahinter standen und letzten Endes wurden mit dem Ergebnis dieses runden Tisches die ersten zwei Schulwochen bestritten und damals hat noch keiner gedacht, dass wir noch immer mit Maske in der Schule uns aufhalten, sofern denn überhaupt Präsenzunterricht stattfindet. Ich darf daran anschließen, eine Grundlage dieses partizipatorischen Vorgehens ist natürlich ein Kommunikationsmodell, das wir uns zu eigen gemacht haben. Wir unterscheiden zwischen einer Einwegekommunikation und einer Zweiwegekommunikation und haben für uns selber gesagt, wir wollen versuchen, das streng zu trennen, um Synergieeffekte nutzen zu können und vor allem effizient arbeiten zu können. Das heißt, wir nutzen die Einwegekommunikation zur, wenn man möchte, Akklamation, also Bekanntgabe von etwas oder zur Information. Das geschieht im Regelfall durch, in der Krise auf jeden Fall fast wöchentliche Elternbriefe. Wir haben die zweite Säule ist aber gekennzeichnet durch Dialog und Feedback. Und gerade diese Feedback-Komponente, da nutzen wir eine App, die wir eben für verschiedene Umfragetools entsprechend aufrüsten konnten, haben eine Schulumfrage konzipiert, haben für die Unterrichtsqualität standardisierte Umfragen
die wir nutzen, um uns vielfältige Informationen einzuholen und dann ein abgestimmtes Meinungsbild auch zu haben. Also wir haben Rückmeldungen nicht nur von Einzelpersonen, sondern von mehreren hundert Personen, wenn wir die Frage stellen, sollen wir mehr Videokonferenzen oder weniger Videokonferenzen anbieten als Beispiel. Und diese Ergebnisse, die werden dann wieder dialogisch erörtert mit dem Personalrat, mit der Schülervertretung, mit den Elternvertretern. Und aus so einer solchen Konzeption heraus haben wir bislang sehr, sehr viele Entscheidungen treffen können, die eine wahnsinnig hohe Akzeptanz auch erzeugt haben. Vielen Dank. Vielen Dank nach Waldkirchen. Wir gehen aus dem Osten Bayerns in den Westen Nordrhein-Westfalens, und das hat jetzt nicht mit der Unionskanzlerkandidatenkür zu tun, zu einer anderen Schule, der städtischen Gesamtschule Körnerplatz in Duisburg. Die Schulleiterin Frau Seifert, Stellvertreterin Frau Schlette sind heute hier. Und das ist für mich jetzt auch eine kleine Lernkontrolle sozusagen, weil ich auch auf digitalem Schulbesuch bei Ihnen war. Die Schule wird sich umbenennen, und zwar in Green Schule. Und das ist zum einen nach den Begründern oder zwei der Begründer des kooperativen Lernens, Cathy und Norm Green. Und zum anderen steht es für gemeinsam, rebellisch, engagiert, empathisch und nachhaltig. Fragezeichen. Und das Fragezeichen geht an Sie, und ich übergebe nach Duisburg, Frau Seifert. Ja, Nicole Schlette wird heute das Video, was wir gleich zeigen werden, anmoderieren, und da freue ich mich schon drauf. Und ich grätsch vielleicht, Nicole, du weißt ja, wie es immer ist, ja, an der einen oder anderen Stelle dann rein. Ja, herzlich willkommen. Schön, dass Sie mit uns sind. Und ich musste gerade auch ein bisschen schmunzeln. Der Bruch natürlich von Kairo über das schöne Waldkirchen ins westliche Duisburg könnte fast größer nicht sein. Also unsere Schule ist in Duisburg-Rheinhausen gegründet, 2015 tatsächlich als Sekundarschule. Eine Schule, die damals aus der Idee heraus entstanden ist, sozusagen noch eine weitere Schulform einzuführen, die der Gesamtschule ähnlich war, aber ohne Oberstufe. Uns war von Anfang an klar, also quasi direkt mit dem Gründungstag, dass wir die Umwandlung dieser Schule in eine Gesamtschule hinbekommen müssen. Das ist uns dann auch 2019 gelungen, und zwar aus verschiedenen Gründen. Uns war wichtig, dass unsere Schülerinnen und Schüler, die zum Teil aus Elternhäusern kommen, in denen sie wenig Unterstützung finden, die zum größten Teil aus bitterer Armut kommen, die Chance haben, an unserer Schule mit uns zusammen, mit ihren Lehrerinnen und Lehrern das Abitur zu machen. Also es geht um nicht weniger als um Bildungsgerechtigkeit in diesem ganzen Prozess, den wir versucht haben oder weiterhin auch versuchen herzustellen. Und ja, der Name kommt nicht von ungefähr. Sie haben es ja gerade so schön gesagt, ne? Gemeinsam rebellisch, energisch, empathisch und nachhaltig und oder neugierig zeichnet, denke ich mal, sowohl unsere Schülerinnen und Schüler als eben auch unser gesamtes Kollegium aus. Und all das, was wir wollen, nämlich den Teamgedanken zu stärken, die Solidarität auch innerhalb der Gesellschaft zu stärken, das geht tatsächlich nur zusammen im Team. Und insofern ist unsere Schule tatsächlich von Anfang an als ausgewiesene Teamschule aufgebaut. Das heißt konkret, dass wir in den Jahrgängen 5 und 6 Teamzeiten fest im Stundenplan verankert haben zwischen den beiden Klassenleitungen der Klassen und jeweils einem Mitglied der Schulleitung oder eines Moderators für kooperatives Lernen und einem Mitglied des Beratungsteams, sodass wir wirklich jede Woche im Jahrgang 5 anderthalb Stunden und im Jahrgang 6 eine Stunde zusammensitzen und eben nicht über die Schülerinnen und Schüler nur sprechen und nicht über die Einzelfälle sprechen, sondern tatsächlich über Unterrichtsentwicklung sprechen, über das kooperative Lernen sprechen. Sie haben es ja gerade auch gesagt, der zweite Grund des Namens ist tatsächlich Norm und Cathy Green. Wir sprechen über kooperatives Lernen, wir sprechen über Unterrichtsentwicklung, weil wir der festen Überzeugung sind, dass wir damit unseren Schülerinnen und Schülern ja das Bestmögliche angedeihen lassen können. Diese Stunden sind fest im Stundenplan verankert, das habe ich schon gesagt. Und das ist eine ganz wichtige Sache. Im Jahrgang 7 bis 10 gehen wir dann in die Jahrgänge, in Jahrgangsteams, die auch wöchentlich tagen und wo es aber tendenziell oder eigentlich genau die gleichen Themen sind. Also das ist das, was unsere Schule sicherlich auszeichnet, was auch bei einer Fortbildung jetzt zum Thema Lehrergesundheit auch nochmal ganz klar wurde, wie sehr das den Kolleginnen und Kollegen am Herzen liegt, dass eben genau diese Teamstruktur dazu führt, dass wir mit unseren Schülerinnen und Schülern gut zusammenarbeiten können.
Darf ich dich einmal kurz natürlich ergänzen? Immer gern. Vielleicht ist ganz wichtig, dass wir eine Schule sind, die sehr, sehr viele Menschen hatte und auch teilweise noch hat, die aus dem Seiteneinstieg zu uns gekommen sind. Und was vielleicht auch noch wichtig ist, das wurde ja vorhin auch gefragt, wie motivieren Sie die Lehrer und Lehrerinnen für diese Teamarbeit? Also wir bezahlen das in den unteren Jahrgängen. Das heißt, die Lehrer und Lehrerinnen bekommen das auf ihre Arbeitszeit angerechnet. Und wir setzen so ein bisschen dann darauf, dass sie nach 3 Jahren verstehen, wie sehr sie das unterstützt. Und das Konzept geht auch im Prinzip auf, weil wir es in den oberen Jahrgängen nicht mehr bezahlen können. Das müssen wir ehrlicherweise dazu sagen. Aber unten, wenn die neuen Kollegen und Kolleginnen kommen, wird das eben aus Deputat angerechnet. So, wahrscheinlich können wir doch jetzt auch den Zeichen zeigen. Ne? Eine Sekunde noch, bevor der Zeiger da losgeht. Also Sie sehen jetzt gleich tatsächlich ein Video. Das ist vielleicht auch etwas anders. Wir sind, ist vielleicht auch klar, wenn man aus Duisburg kommt, auch eine eher arme Schule. Also nicht arm an Ideen, nicht arm an Innovation, nicht arm an kreativen und begabten Kindern, aber arm an finanziellen Mitteln. Und insofern hat das Video nicht die beste Tonqualität. Insofern würde ich Sie bitten, wirklich tatsächlich auch im wörtlichen Sinne ein bisschen an uns heranzurücken, genau hinzuhören und hinzuschauen. Und eine Ergänzung noch, Sie werden irgendwann noch ein Videolink bekommen. Der junge Mann mit der Brille, der was zu Waterloo sagt, den können Sie dann nachher auch nochmal auf der Bühne sehen, in einem anderen Video, wenn Sie sich das anschauen möchten. Und da können Sie sehen, wie das Team Waterloo bei uns an der Schule dazu führt, dass die Schülerinnen und Schüler quasi über sich hinauswachsen. Und jetzt viel Spaß mit unserem Video. Liebe TeilnehmerInnen des Schulpreises Spezial, es folgt die Präsentation der Gesamtschule Körnerplatz, die in der vergangenen Woche unter Hochtouren entstanden ist. Wir haben dazu Teams und SchülerInnen auf digitalem Wege besucht und sie nach ihrem roten Faden während der Schulschließung befragt, sodass sie einen Eindruck erhalten, wie wir unter Pandemiebedingungen arbeiten. Viel Vergnügen dabei. Die Schule von hier auf jetzt zumachen und dazu kam dann erschwerend, dass wir auf so ein digitales Lernen überhaupt kein Stück vorbereitet waren. Die technische Ausstattung unserer Schülerinnen und Schüler, dass wir schon auch sprachliche Hürden zu meistern hatten, wir Einblick in die Familien nehmen konnten, erst übers Telefon, dann hinterher in den Videokonferenzen und tatsächlich die Armut gesehen konnten. Die Klassenleitungen dreimal die Woche mit den Schülerinnen und Schülern telefoniert haben, vor allem mit dem Schwerpunkt, wie es ihnen geht, also den Kindern. Dann haben wir alle Aufgaben auf die Homepage gesetzt. Wir haben dann zusammen mit der Schulleitung unsere damals inaktive Schulplattform iSurf aktiviert. Es folgten unzählige Stunden an Arbeit, aber das haben wir gerne auf uns genommen, weil wir wussten, wir können den Schülern damit ein Stück Normalität wieder zurückgeben. Eine Mammutaufgabe. Eine sehr emotionale Aufgabe. Geduld und Humor. Der unmittelbare Kontakt zu unseren Schülerinnen und Schülern. Eine sehr umsichtige Schulleitung und unsere Teamstrukturen, die immer fest den Schüler im Blick haben. Mich hat während der Pandemie die Gemeinsamkeit, das Gemeinschaftsgefühl gerettet, zu wissen, dass man in diesen widrigen Umständen nicht alleine steht. Eine pädagogische Haltung. Dass wir feste Strukturen hatten, an denen ich mich entlanghangeln konnte. Dass wir feste Zeiten für unsere Teamsitzungen hatten. Dass wir feste Tagesordnungen hatten. Dieses Netz hat mich gehalten. Mich hat vor allem gerettet, dass wir uns immer wieder getroffen haben und ich Kontakt zu den Schülern haben konnte, obwohl sie nicht vor mir sitzen. Mich hat der ständige Kontakt mit meinen Kollegen und Kolleginnen auch gerettet. Dass wir die enge Kooperation untereinander bereits auf verschiedenen Ebenen hatten und somit wurde sie nur noch intensiver. Es hat sich für mich praktisch nichts verändert. Der Kontakt zu meinen Klassenkameraden und der Kontakt zu meinen Lehrern hat mich in der Corona-Zeit sehr geprägt. Der regelmäßige und enge Kontakt zu meinen Lehrern hat mir sehr geholfen. Mich haben Sie gerettet. Ganz einfach.
Was mich gerettet hat, ist der direkte Kontakt, kurze Wege, schnelle Lösung. Videokonferenzen, da fühlt man sich schon etwas wie in der Schule. Den Lehrerinnen noch eine E-Mail schreiben, wo wir dann nochmal fragen können. Wir haben halt Breakout Rooms. Und dort haben wir uns auch ausgetauscht und haben die Aufgaben zusammen besprochen. Wir haben zusammen gearbeitet und haben uns Tipps gegeben und haben uns gegenseitig geholfen. Dass man mehr mit den Klassenkameraden auch in den Kontakt kommt. Es ist halt gut, dass wir uns nicht vergessen. Im Moment 15 Videokonferenzen jede Woche. Das machen wir, weil wir den Kontakt zu den Kindern halten wollen und dass die Kinder auch untereinander in Kontakt bleiben. Zum Zweiten, damit sie eine Möglichkeit haben, etwas zu leisten. Warum gehst du eigentlich jeden Donnerstag zu Bartolo, auch jetzt, wo es online stattfindet? Und man kann sich auch mit anderen Kindern, die man gar nicht kennt, austauschen. Deswegen motiviert es mich auch jedes Mal da, egal wie stressig mein Tag war. Und dann hat meine Mutter mich in Batalo angemeldet und es war kostenlos. Deswegen mag ich dahin gehen und singen. Es bietet uns das Gefühl, dass die Menschen sich halt da auch sehr für uns interessieren. Alle Meinungen, alle Gedanken sind da herzlich willkommen. Es schenkt uns auf jeden Fall sehr viel Kommunikation. Ich höre mir auch sehr gerne die Geschichte von den einzelnen Leuten an. Die ganzen Teamer sind unsere Vorbilder. Ich habe mir das dazu vorgenommen, dass ich genauso wie die werde. Egal, welches Päckchen sie zu tragen haben, sobald die durch die Tür gehen, haben sie es praktisch vergessen und blühen auf. Alle zusammen ein harmonisches Konzept sind, wo jede und jeder genauso wichtig wie der andere ist, trotz unserer großen Vielfalt und Unterschiede. Zuletzt will ich mich bei meiner Schule bedanken, die jetzt als Gesamtschule Körnerplatz bekannt ist. Denn ohne meine Schule hätte ich mich niemals so entwickeln können. Und das Ganze durch das große Teamarbeit, das uns unsere Schule in allen Bereichen anbietet. Aus meiner Sicht bedeutet das, Teil eines großen Ganzen zu sein, dass die Fähigkeiten ja, eines jeden Einzelnen eine besondere Rolle spielen lässt. Denn alle lernen voneinander, alle lernen miteinander, weil jeder und jede die Chance bekommt, sich einzubringen. Also so professionalisiert sich das ganze Team, Gesamtschule Körnerplatz, jeden Tag gegenseitig aufs Neue. Das heißt, dass ich mitten in der Pandemie die Schule gewechselt habe. Und so ein Schulwechsel geht ja immer mit Vorüberlegungen und Sorgen einher. Mit den ersten Videokonferenzen und Arbeitstreffen in der Schule sind diese Zweifel aber schnell verflogen. Wurde ich hier schnell Teil eines Teams. Unserem ständigen Kontakt am gemeinsamen Ziel des guten Unterrichts arbeiten und unsere Beziehung pflegen. Ich wünsche mir, dass wir uns auch in Zukunft als ewig Lernende betrachten. Viele Schülerinnen und Schüler haben ihr Können und ihre Motivation gesteigert. Und das sollten wir unbedingt im Alltag beibehalten. Nicht aufgeben. Motiviert bleiben. Den Einzelnen im Blick behalten. Nähe, trotz Distanz. Dranbleiben. Mitmachen. Hoffnung nicht verlieren. Gesund bleiben. Was ich mir wünsche, ist, dass wir diesen Geist der Schule beibehalten und wie immer die Chancen sehen und nicht die Risiken. Man soll halt immer motiviert bleiben und man soll die Hoffnung halt nicht aufgeben. Dass alle sehen, unsere Lächeln. Dieses Maske eigentlich weggehen. Und ich wünsche mir, dass wir den roten Faden auch direkt wieder aufnehmen können, wenn wir uns im Präsenzunterricht wiedersehen. Ich würde mir wünschen, dass wir die Pandemie nutzen, um weiter über Schule nachzudenken, über Bildung. Das wäre mir total wichtig.
Herzlichen Dank, Frau Seifert und Frau Schlette, für Ihre Worte, für Ihre Präsentation und auch für dieses tolle Video, das Sie da eingefangen haben an Ihrer Schule. Unsere Zeit ist schon so ein bisschen fortgeschritten. Wir haben noch einen wichtigen Impuls, den wir gerne anhören würden. Deswegen würde ich vorschlagen, dass wir die Fragen an Sie dann später in der abschließenden Diskussion aufgreifen, falls Sie damit einverstanden sind. Denn wir wollen ja nochmal die Kommentierung aus der Wissenschaft einholen, für die wir heute Frederik Ahlgrim eingeladen haben, der an der Humboldt-Universität zu Berlin in der Studie Lema forscht, Leistung macht Schule, und dort geht es auch um die Kooperation von Lehrkräften. Bitte, Frederik, wir freuen uns auf deine Präsentation. Vielen Dank, ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich hoffe, Sie können die Präsentation jetzt alle gut sehen. Ich habe mich in meiner Doktorarbeit mal mit Kooperation auseinandergesetzt und seitdem begleitet mich dieses Thema. Ich will ganz kurz auf vier Themen eingehen im Folgenden. Vielleicht, warum sind Schulen vielleicht nicht unbedingt die kooperationsfreundlichsten Orte? Und was kann erfolgreicher Zusammenarbeit im Weg stehen? Und dann aber auch die Frage, warum lohnt es sich, in der Schule zusammenzuarbeiten? Und letztlich die Frage, wie kann Zusammenarbeit in der Schule gelingen? Vielleicht einmal den Blick zurück, was macht Schulen eigentlich aus? Traditionellerweise sind Schulen so gegliedert, dass es dort eine Lerngruppe in einem Fach, in einem Raum mit einer Lehrperson gibt. Das ist heute auch noch in vielen Schulen so. Es gibt eine große Autonomie der Lehrkräfte. Das ist auch gut so, dass Lehrkräfte selbst über Dinge für ihren Unterricht entscheiden können. Aber im Ende führt das häufig eher zu einem Nebeneinander von Unterricht. Hier die 8c, da die 8b, hier Deutschunterricht, da Mathematikunterricht. Das ist nicht unbedingt aufeinander bezogen. Und Lehrkräfte haben zwei Arbeitsplätze, in der Regel einen Arbeitsplatz in der Schule. Die Vor- und die Nachbereitung findet aber bei den meisten Lehrkräften zu Hause statt, mit eigenen Materialien in eigenen Arbeitsräumen. Und die Frage, wann Lehrerarbeit jenseits von Unterricht stattfinden soll, ist eigentlich nicht geregelt. Es gibt in keinem Bundesland richtig gute Arbeitszeitregelungen, die das mit einfangen können. Im Ende wird immer wieder vom Einzelkämpfertum gesprochen von Lehrkräften. Aber wenn man eben sieht, dass das unglaublich viele Personen betrifft, kann man sagen, es liegt wohl nicht an den Lehrerinnen und den Lehrern selbst, sondern an den Umständen, die dazu führen, dass wir mit so einer Art von fragmentarisierten Organisation an vielen Fällen zu tun haben. Also nochmal zusammengefasst, was sind eigentlich die Gründe, warum man feststellt, in vielen Schulen klappt es in der Zusammenarbeit nicht so gut? Zum einen eben diese individuelle statt einer gemeinsamen Verantwortung, wenn jeder nur für sein Fach zuständig ist, dann ist ja fraglich, warum sollte man sich mit Kollegen überhaupt zusammentun? Und so ist dann auch die Antwort häufig, dass jeder seinen eigenen Unterricht vor- und nachbereitet. Und häufig bleibt auch unklar, warum zusammengearbeitet werden sollte. Es wird gesagt, arbeitet doch mal zusammen oder bildet irgendwelche Teams, aber die Erträge sind nicht unbedingt klar. Viele Lehrkräfte haben auch Erfahrungen gemacht, die eher dagegen sprechen, zusammenzuarbeiten, sowohl weil sie sehr häufig vielleicht unproduktive Gremiensitzungen erlebt haben und weil sie zum Beispiel die Öffnung des Unterrichts immer als Bedrohung erlebt haben. Also wenn weitere Erwachsene in den Unterricht kamen, bei Hospitationen sind das in der Regel bedrohliche Situationen. Alle, die mal ein Referendariat absolviert haben, wissen, was ich meine. Und die Vorstellung, dass da Eltern oder andere Lehrer in den Unterricht kommen, ist für viele eher eine schreckende Vorstellung. Die Arbeitszeitregelung, wie gesagt, und auch die Räumlichkeiten sehen Teamarbeit von Professionellen in der Schule nicht explizit vor. Also wenn man sich treffen will, ist immer die Frage, wann eigentlich und wo eigentlich. Es kommt dazu, dass gerade wenn wir von multiprofessionellen Teams ausgehen, die Voraussetzungen dieser verschiedenen Akteure sehr unterschiedlich sind. Also die Frage, wer ist in den Ferien eigentlich in der Schule? Heißen Ferien, alle haben frei. Dann stellen wir fest, die Erzieherinnen und Erzieher müssen in der Zeit arbeiten, Lehrkräfte aber nicht. Wann endet die Arbeitszeit eigentlich? Wann kann man Termine ansetzen? Das sind sehr unterschiedliche Voraussetzungen. Und wir stellen auch fest, Lehrerinnen und Lehrer können fast alles, aber für bestimmte Formen der Zusammenarbeit sind sie nicht unbedingt perfekt vorbereitet. Nicht jeder beherrscht Methoden der Moderation, das Zeitmanagement, also all das, was man braucht, um sehr erfolgreich zusammenarbeiten zu können. Warum lohnt es sich aber, zusammenzuarbeiten? Ich glaube, die besten Argumente haben Sie gerade aus den Präsentationen schon gehört, aber ich habe versucht, es nochmal in einer abstrakten Ebene zusammenzufassen. Wenn Pädagoginnen und eben auch Nicht-Pädagoginnen, also auch Hausmeister, Sekretärinnen, die anderen, die Sie gerade genannt haben, zusammenarbeiten, wird es möglich, sich
über Schülerinnen und Schüler und einzelne Lerngruppen auszutauschen. Sie haben vorhin gesagt, das war, glaube ich, die letzte Präsentation, Sie reden auch über Unterricht, umso besser. Aber wichtig ist es auch, dass mehrere Personen aus verschiedenen Perspektiven über einzelne Schülerinnen und Schüler und Lerngruppen reden können. Und damit vielleicht auch feststellen, welche Herausforderungen und Schwierigkeiten es gibt, für die es Lösungen braucht. Und ich habe hier bewusst geschrieben, man kann nur gemeinsam Lösungen für komplexe Herausforderungen entwickeln. Die Corona-Krise ist, glaube ich, vielleicht das eindrücklichste Beispiel, aber mir fallen in Schulen kaum Herausforderungen ein, die nicht komplex sind. Und wenn es Fragen sind von Klassenmanagement, von Absentismus, also immer wieder braucht es gemeinsame Lösungen und oder Teams, die gemeinsam an Lösungen arbeiten. Ich glaube, dass Lehrkräfte sich selbst eben im Unterricht durchaus als wirksam erleben können, aber Schülerinnen und Schüler, sage ich manchmal, sprechen ihr höchstes Lob aus, wenn sie nicht meckern, wenn sie den Klassenraum verlassen. Also diese Form von Feedback hat man in der Schule nicht immer unbedingt. Und da ist tatsächlich nochmal eine weitere Ressource, wenn man mit Kolleginnen und Kollegen zusammenarbeitet, sich selbst nochmal als wirksam und die eigenen Ideen als bedeutsam zu erleben. Ein Ergebnis meiner eigenen Forschung war mal, dass sich Lehrerinnen und Lehrer in vielen Schulen gegenseitig zwar durchaus persönlich kennen, außerhalb des Unterrichts, aber als pädagogische Profis eigentlich nicht. Denn in diesen traditionellen Schulen erleben Lehrer einander ja nicht in ihrem pädagogischen Handeln im Klassenraum und sind manchmal sehr erstaunt, wie anders die Kollegin oder der Kollege wirkt, wenn er vor der Klasse steht. Und ich sehe das als ein großes Potenzial an, sich gegenseitig als pädagogische Profis zu erleben und dann auch miteinander und voneinander zu lernen, sei es im Unterricht oder aber auch in der Auseinandersetzung über den Unterricht. Das stärkt, glaube ich, das professionelle Handeln, auch bestimmte Routinen. Die Belastung sinkt. Und das schreibe ich hier nicht deswegen, weil ich das meine, sondern weil es ganz viele Umfragen und Untersuchungen ergeben haben. Und Belastung meint hier nicht unbedingt zeitliche Belastung. Die Arbeitszeit bleibt gleich oder nimmt manchmal sogar zu, wenn Lehrkräfte stärker zusammenarbeiten in der Schule, aber die wahrgenommene Belastung sinkt. Also der Stressfaktor, die Probleme, die man mit nach Hause nimmt, sind vielleicht eben in der Schule geblieben. Und in der Summe macht die Arbeit mehr Freude, die Zufriedenheit steigt. Und das ist, die nächste Folie ist nochmal aus einer eigenen Studie, die ich vor vielen Jahren mal in 15 Schulen durchgeführt habe. Und Sie sehen hier auf der X-Achse abgetragen die durchschnittliche Zufriedenheit der Lehrkräfte. Da wurden die Kolleginnen gefragt, was meinen Sie denn, wie viel Prozent im Kollegium sind zufrieden bei Ihnen an der Schule? Und auf der Y-Achse von unten nach oben ist abgebildet, wie eng ist eigentlich die Kooperation in der Schule? Und Sie sehen hier in dieser Grafik, es gibt so eine gedachte Linie von links unten nach rechts oben. Das heißt, die Zufriedenheit der Lehrkräfte und die Kooperation in der Schule gehen durchaus in vielen Schulen miteinander einher. Wir haben hier so einen Ausreißer, in die Schule Q oben links, eine Brennpunktschule, der es offenbar trotz hoher Kooperation nicht gelungen ist, die Zufriedenheit zu steigern. Das hatte aber aus meiner Erfahrung andere Gründe. Insgesamt aber ist, finde ich, interessant zu sehen, dass in vielen Schulen, wo viel zusammengearbeitet wird, die Lehrkräfte tendenziell zufriedener sind als an den Schulen, wo wenig zusammengearbeitet wird. Was ist nötig, damit die Zusammenarbeit gelingt? Ich glaube, Sie haben auch jetzt gerade viele gute Beispiele gehört. Ich glaube, es ist dann gut, wenn es gemeinsame Verantwortungsbereiche gibt, zum Beispiel Klassenteams oder ich fand jetzt sehr eindrücklich nochmal zu hören aus der Schule in Bayern, diese Steuerungsgruppen für verschiedene Themen. Man arbeitet einfach zusammen, wenn man gemeinsame Aufgaben hat. Aber dazu braucht es diese gemeinsamen Aufgaben. Dann braucht es Strukturen und das ist jetzt sehr abstrakt gesprochen, die dem Bedarf der jeweiligen Schule entsprechen. Und ich glaube, da unterscheidet sich jede Teamstruktur, jede Aufgabenstruktur von Schule zu Schule voneinander. Es braucht auf jeden Fall Zeiten für Austausch und Teamarbeit. Und wo die herkommen und wie die am besten gelingen, ist auch von Schule zu Schule sehr unterschiedlich. Aber ohne die Zeit und Gelegenheit zum Austausch wird es eben nicht gelingen. Ich will aber dazu sagen, meistens ist es so, wenn es den Bedarf zum Austausch gibt, dann finden sich auch Möglichkeiten, sich auszutauschen. Es ist nicht unbedingt so, dass nur wenn man Zeiten für den Austausch einplant, die Zusammenarbeit dadurch automatisch sinnvoll wird. Es braucht klare Zuständigkeiten, also Moderation, Dokumentation, Protokolle, Routinen, wie man zusammenarbeitet. Und es müssen, glaube ich, alle im Kollegium mitziehen oder zumindest ganz viele. Im Amerikanischen spricht man eben von Distributed Leadership. Das ist eben nicht nur die Schulleitung, sondern es sind ganz viele, die Verantwortung für diese Prozesse übernehmen müssen.
Nochmal ein Stichwort Schulleitung. Jetzt sind ja auch Schulleitungen mit dabei. Meines Erachtens steht und fällt ganz vieles in der Schule mit der Schulleitung, aber auch die Zusammenarbeit. Wenn die Schulleitung die Rahmenbedingungen dafür nicht ermöglicht, dann wird es für die Kollegen sehr schwer werden. Das heißt nicht, dass die Schulleitung alles machen muss und alles vordenken, aber wenn Kollegen kommen und sagen, wir würden gerne ein Team bilden und wir brauchen dafür eine Zeit im Stundenplan, dann ist es schon eine Aufgabe der Schulleitung, sowas auch zu ermöglichen. Ich will noch einmal zu einem letzten Gedanken kommen. Aus meiner Sicht findet sich in der erfolgreichen Zusammenarbeit in Schulen eigentlich immer so eine doppelte Form der Zusammenarbeit. Ich habe es genannt, zwei Dimensionen der Zusammenarbeit. Und zwar die eine Dimension ist eine eher fach- oder themenbezogene Zusammenarbeit. Dazu gehören ganz klassisch die Fachkonferenzen, die es in vielen Schulen gibt, aber auch andere Arbeitsgruppen zu bestimmten Arbeitsbereichen. In diesen Gruppen werden zum Beispiel fachdidaktische Fragen geklärt. Es kann um Materialien gehen, um Fachräume, Veranstaltungen, Wettbewerbe. Aber Sie ahnen es schon, wenn sich zum Beispiel die Sportlehrer austauschen, dann können die niemals über die gleichen Schülerinnen und Schüler reden, weil die ja in der Regel in unterschiedlichen Gruppen unterrichten. Deswegen braucht es auch eine zweite Dimension. Ich habe es mal genannt, die pädagogische oder die schülerbezogene Zusammenarbeit. Dazu gehören Klassenteams, Jahrgangs- oder Stufenteams, in denen man sich in der Regel dann in multiprofessionellen Teams oder zumindest mit Lehrkräften aus verschiedenen Disziplinen austauschen kann, zum Beispiel über die Planung des Schuljahres, über fachübergreifende Themen, also sowas wie Medienbildung oder soziales Lernen, die eben nicht in einzelnen Fächern zugeordnet sind, aber natürlich auch über einzelne Lerngruppen, einzelne Klassen, einzelne Schülerinnen und Schüler, Auffälligkeiten. Es gibt Möglichkeiten wie kollegiale Fallberatung. Und ich finde es immer interessant zu überlegen, was dominiert denn? In meiner Erfahrung nach dominiert diese eher pädagogische, schülerbezogene Zusammenarbeit, zum Beispiel in vielen Grundschulen, wohingegen in vielen Gymnasien häufig eher diese fachbezogene Zusammenarbeit dominiert. Ich glaube aber, es braucht im Ende beides. Und finde es sehr interessant, wie Sie in Ihren Schulen das jetzt auch gerade schon geschildert haben. Eins darf man nicht vergessen, das Ganze zu koordinieren, ist eine unglaublich große Herausforderung. Und da sind wir jetzt wieder bei der Leitung, die sich dazu Gedanken machen muss, wann welche Teams tagen, wie die sich aufeinander beziehen können. Und ich bin ganz begeistert von dem, was ich eben in den Präsentationen gehört habe und möchte damit meinen kurzen Impuls beenden und freue mich jetzt sehr auf den Austausch im Anschluss. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank, Frederik. Sie sehen es an der Uhr, die Zeit ist fortgeschritten und wir wollen tatsächlich auch noch dann in Lagerfeuer gehen, wo Sie auch die Möglichkeit haben, nochmal die Fragen zu stellen, die jetzt nicht von Claudia oder von mir gestellt wurden. Aber nachdem ich dir so zugehört habe, Frederik, hätte ich eine Frage, die ich vielleicht so im Sinne von der Schlussrunde tatsächlich an alle drei Schulen stellen würde. Also wir haben ja jetzt gehört, das ist komplex, dass Kooperation gelingt an Schulen. Es gibt viele Gelingensbedingungen und es ist notwendig, an jeder Schule auch die passenden Strukturen zu finden. Und ich würde Sie, also jede der drei Schulen einzeln sozusagen gerne fragen, wenn Sie überlegen müssten, was aus Ihrer Sicht so der Tipping Point war oder die entscheidende Weichenstellung, die Sie getroffen haben oder die Entscheidung, die Sie getroffen haben als Schulleitung, wo Sie sagen würden, da kann man so festmachen, das ist auf jeden Fall ein wichtiger Aspekt, deswegen gelingt es bei uns. Deswegen konnten wir die Kolleginnen und Kollegen mitnehmen auf diese Reise. Was wäre das? Ich weiß, das ist eine schwierige Frage und noch schwieriger wird es, weil ich natürlich eine kurze Antwort von Ihnen will. Aber vielleicht hilft es ja so in der Zuspitzung auch. Und ich schaue jetzt auf die Kacheln, wer zuerst antworten möchte. Ich könnte darauf antworten. Frau Seifert, gerne. Also, zwei Dinge. Das erste ist, wir bezahlen es am Anfang. Und das zweite ist, wir sind in sehr kleinen Teams, vier Menschen, die jede Woche anderthalb Stunden zusammensitzen. Und wir lernen uns sehr, sehr gut kennen, weil wir immer ein Warm-up haben. Und ich habe das auch in dem Videoclip dann, der da so nett gedreht worden ist, für die Preisverleihung gesagt. Da geht es auch ans Eingemachte. Das heißt, die Menschen lernen sich sehr, sehr gut kennen. Das sind alles Zwangsehen, die aber nicht geschieden werden, interessanterweise. Daraus entstehen ganz nahe, vertrauensvolle Beziehungen. Und
Natürlich haben wir das gemeinsame Dritte, die Nicole hat es vorhin so wunderbar gesagt, mit diesem Kampf um diese Kinder, um diese Bildungsgerechtigkeit. Und das eint uns. Das sind drei Punkte im Grunde genommen. Vielen Dank, Frau Seifert. Soll ich weitermachen? Gerne, Frau Vogt. Also ich denke, es sind verschiedene Sachen. Zunächst mal glaube ich, dass eine Gelingensbedingung auf jeden Fall war, dass man allen Beteiligten gut zuhört. Und zwar nicht nur den Kolleginnen und Kollegen, sondern bei uns war die Gelingensbedingung ganz eindeutig, dass wir den Eltern auch Raum gegeben haben und gut zugehört haben, damit auch die Bereitschaft war, mit uns zusammenzuarbeiten, damit wir Vertrauen schaffen konnten. Dann gilt es auch, wenn wir die Lehrer einbeziehen wollen, eben frühzeitig zu handeln, Fortbildungen zu machen. Es ging darum, das wirklich mit allen gemeinsam. Und dann muss von Schulleitungsseite, wenn ich jetzt als Schulleiterin formuliere, muss ich die Offenheit haben und auch das Vertrauen haben, wenn ich was abgebe. Wenn ich zum Beispiel eine Planung für bestimmte Sachen den Eltern abgebe, muss ich das Vertrauen haben oder muss die Offenheit haben, dass das funktionieren wird. Und dann schafft sich so eine vertrauensvolle Ebene auf unterschiedlichen Bereichen. Vielen Dank. Dann darf ich für Waldkirchen antworten. Ich möchte zwei Aspekte betonen. Zum einen mit Simon Sinek, um sozusagen Start with Why. Also die Arbeit in Teams, das Engagement der Lehrkräfte hängt von dem Zweck ab, den sie in dieser Tätigkeit auch sehen. Und das ist natürlich eine große Herausforderung für die Schulleitung, diesen Zweck auch entsprechend deutlich zu machen. Das Zweite ist, dass wir bei uns an der Schule symbiotische Strategien verfolgen. Das heißt, wir arbeiten in Teams zusammen. Die Kolleginnen oder die Kollegen in meiner erweiterten Schulleitung sind kein Instrument, mit dem ich nach unten durchdelegiere, sondern die sind eigentlich unsere Ankerpunkte für Innovationen. Und diese Teams, die sich da gefunden haben, die arbeiten nach dem Prinzip der Kompetenz vor Hierarchie. Also mein Verständnis ist, dass der Schulleiter weder der Kompetenteste ist, also das bleibt jetzt aber bitte in diesem Kreis, noch derjenige, der für jedes Problem auch entsprechende Erfahrung hat oder auch vielleicht ein Netzwerk aktivieren kann, das hilfreich ist. Insofern arbeiten diese Teams auch in dem Vertrauen, dass eine Lösung, die sie gut begründen und entwickeln konnten und auch entsprechend darlegen können, auch akzeptiert wird. Auch, und das war in der Krise vielfach der Fall, wenn es nicht jetzt zum Beispiel der in die ursprünglichen Vorstellung der Schulleitung entsprochen haben mag. Ja, herzlichen Dank. Dann bleibt mir jetzt nur noch, mich wirklich bei allen drei Schulen und bei Herrn Ahlgrim herzlich zu bedanken und den Schulen auch ganz fest die Daumen zu drücken für die Preisverleihung, die am Montag, den 10. Mai um 11 Uhr stattfinden wird. Unser Bundespräsident Walter Steinmeier wird die Preise übergeben und Sie können auch live dabei sein, wenn Sie möchten. Die Veranstaltung wird auf dem Deutschen Schulportal übertragen. Dann noch der Hinweis und die herzliche Einladung, auch am nächsten Dienstag wieder dabei zu sein. Es geht um das Thema digitale Lösungen umsetzen, auch ein ganz wichtiges Thema, das Sie und die Schulen im vergangenen Jahr beschäftigt hat. Und es werden wieder bei uns sein, die nominierten Schulen, die im Finale stehen des Wettbewerbs. Der Hinweis noch für unseren Feedbackbogen, würde mich freuen, wenn Sie ihn ausfüllen würden und würde mich auch freuen, wenn Sie jetzt mit uns ins informelle Lagerfeuer gehen. Wir würden jetzt gleich die Aufzeichnung abschalten und uns auf Ihre Fragen freuen. Aber fürs Erste herzlichen Dank, dass Sie dabei waren. Thank you.